Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Disney Laser. Wenn es einmal nicht hinhaut, kannst du es vergessen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Disney Legacy Challenge. Im letzten Part waren wir die Familie Riley besuchen. Ja, und da ist uns jemand... Ja, uns ist eigentlich niemand besuchen gekommen. Er ist dort einfach aufgetaucht und hat sich mit Vaiana unterhalten. Und zwar Eriks Bruder, Philipp. Seit dem Todesfall von Alina und dem Umzug von Erik und den Fünflingen taucht Philipp plötzlich auf. Der ist bei ihm zu Hause, jetzt dort. Es ist schon ein bisschen komisch. Philipp hat sich mit Vaiana unterhalten und hat gemeint, hey, komm doch mal zu mir, aber sag deinem Vater nichts. Ja, Vaiana ist die einzige bis jetzt, die weiß, dass sie einen Onkel hat und wird das ihren Schwestern heute in der Schule sagen, denn ich habe mir den School Event Mod runtergeladen von Cover Stacy. Ich hoffe, es funktioniert auch alles. Ich nehme die Folge auch nach der letzten direkt auf, also ja, nicht wundern, dass ich hier immer noch das gleiche anhabe und so. Aber ich nehme meistens Folgen vor, mehrere Folgen hintereinander auf. Also ja, ich würde mal sagen, ich spiel mal ins Starten und los. Ja, wir sind im Spiel, es schlafen alle noch. Ich werde auch alle mal kurz noch ein bisschen pennen lassen, bis einer munter wird. Und hier ist schon die erste wach geworden. Was war das für ein Licht? Keine Ahnung. Sie möchte Puppenhaus spielen gehen. Ihre Schwestern sind auch schon munter. Ja, sie werden alle gerade wach. Also Erik schläft noch. Und ich habe auch den Start Event All Ages. Und du kannst auch schon aufstehen. Denn wir werden circa um 7 Uhr losgehen in die Schule. Wir kommen auch schon alle runter. Ich finde das so cool. Du könntest aber auch runterkommen hier. Soweit sind hier jetzt immer alle fertig. Vaiana, was machst du? Sie hat sich ihren Alltagsoutfit angezogen. Es wird heute wahrscheinlich ein bisschen spannender werden. Also ich find's schon spannend. Ich find's echt mega aufregend, was hier so passiert. Und das mit Philipp ist mega interessant, was da so die Story mit sich bringt. Ob Philipp jetzt den Kindern was Böses will, weiß ich nicht. Eigentlich mag er keine Kinder und eigentlich müsste er ein Unwohlmutlet bekommen, wenn Kinder in der Nähe sind. Aber als er sich mit Vaiana unterhalten hat, war er eigentlich sehr glücklich plötzlich. Also zuerst war er traurig und plötzlich war er glücklich. Ich weiß es nicht. Also nachdem Vaiana mit ihm gesprochen hat. Das war... Ich kann es schwer einschätzen. Also Philipp ist selbst für mich ein Sim, der schwer zum Einschätzen ist. Vielleicht mag er seinen Bruder auch einfach nicht. Könnte auch möglich sein. Ach, geht's euch doch nicht immer gegenseitig ärgern. Ich finde das so witzig, ne? Zwischendurch ärgern sie sich so wie Hund und Katze und dann haben sie sich wieder so gern. Das ist ein Wahnsinn. Philipp, bist du auch gerade munter? Erik! So, ich würde sagen, wir starten mal den Event-Mod. Ich hoffe, es funktioniert. Plan a Social Event. Ist halt auf Englisch, aber da der Mod jetzt nicht sehr viel abverlangt, ist es egal. Möchtest du das bitte schneller machen? Es ist bald 8 Uhr. Danke. Und zwar... hier, wir müssen auf die öffentliche Grundschule gehen. Und ich habe mir die Schule von Misha KK runtergeladen. Honeybop? Nein. Da. Das ist nämlich die Schule von Misha KK. Die könnt ihr bei ihr in der Galerie runterladen. Und ich hatte vorher eine andere stehen, aber mir gefällt die besser, weil ich habe die auch in meiner Story, auf meiner Insta-Story
Nur da habe ich sie zu einer Highschool umgebaut ein bisschen. Aber grundsätzlich alles gleich lassen. Aber da ist sie eine Grundschule. Und ich möchte mit meinen Fünflingen dorthin. Nee, oh mein Gott, es liegt hier Schnee. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Ayana, du musst dich mal mit deinen Schwestern hier unterhalten. Wir werden jetzt einfach irgendwas hier raus so. Wir sagen, hey, bevor wir in die Schule gehen, ich muss euch was sagen. Du solltest auch wieder zurückkommen eigentlich. Sie wird wahrscheinlich eher so die Vernünftigere sein. Du wirst jetzt in den Raum werfen. Können wir auch ein Geheimnis erzählen? Oh. Geheimnis ausplaudern. Wir machen das jetzt bei ihr und so, als würde sie das bei allen machen. Ayana wird sagen, hey, hört mal zu, ich habe was zum Erzählen. Das letzte Mal, als wir bei der Familie Riley waren, da war unser Onkel. Ah, wirklich? Bist du dir sicher? Ja, ich denke schon. Er hat vorgeschlagen, wir sollen nach der Schule zu ihm kommen. Und die anderen werden sagen, bist du dir sicher? Ein fremder Mann sagt, dass er dein Onkel ist? Ja, und Tara freut sich, hey, ein Onkel, ja sicher. Und die anderen sind abgehauen. Aber Quart ist auch noch hier und hört sich das Ganze an. Wenn ihr auch noch sagen, wir kommen nach der Schule, wir hauen einfach ein bisschen früher ab und gehen unseren Onkel besuchen. Akata und Tara finden das nicht schlecht. Und Marina und Alana werden wahrscheinlich einfach mitfahren, um einfach sicher zu gehen, dass nichts passiert. Also Tara und Vajana und Akata sind auf jeden Fall schon voll gespannt. Und da rennt wer mit bunten Haaren herum, das ist toll. Aber wir werden jetzt mal die Cafeteria suchen. Hier ist sie. Und hier gibt's nichts zu essen, ist das schön. Wo ist die Cafeteria? Harry! Harry ist unser Caterer. Und Cafeteria, Dings. Da ist ein Kühlschrank, Herd kaputt. Das ist so cool. Ja, warte, ich repariere das schnell. Keine Ahnung, warum der kaputt ist, aber jetzt kannst du kochen, Harry. Harry, wir haben Hunger. Harry. Harry, wir haben Hunger. Bitte koch für uns. Wir haben aber Hunger. Dann hol du dir einen Käsekracker mal. Das müssen wir alle nach der Reihe machen, aber wir müssen auch Unterricht machen. Okay, wir werden mal ihr zuhören. Vorführung anhören. Du interessierst dich hier mal für die Kunst. Vorführung anhören. Du interessierst dich hier für die Chemie. Vorführung anhören. Du gehst auch mal Vorführung anhören. Und du gehst auch vorführen. Hallo, Kinder. Geh hier mal. Wir müssen auf jeden Fall 60 Minuten zuhören. Das haben wir eh gleich erfüllt. Und dann werden wir Hausaufgaben erledigen. Das müssen wir. Wir können keine Hausaufgaben machen. Weil wir die schon zu Hause gemacht haben, ne? So. Da ihr ja hier seid, könnt ihr zeichnen. Du zeichnest mal ein Fahrzeug. So, du gehst... Nein, ich will nicht, dass du einen Kübel schnittst. Du gehst zeichnen, eine Form. Und du gehst auch zeichnen. Oh, okay. Ich habe mich zum falschen Tisch hingetan. Dann gehst du zeichnen, eine Form. Mit Fünflingen hat man das so um halt auch schneller fertig, ne? So. Ich weiß nicht, willst du dich mit der da anfreunden oder so? Wer bist du? Carolyn Sterling. Wollen wir uns mit dir anfreunden? Also wenn wir dich herrichten, bist du sicher eine kleine Hübsche. Oh, ein Elon-Mädchen. Hallo. Wir wollen uns mit dir auch anfreunden. Lea Talbot. Du siehst hübsch aus. Ich meine, du bist zwar geschminkt,
was für ein Mädchen dein Alter wahrscheinlich nicht so sein soll, aber okay, stört uns ja jetzt nicht, ne? Ich find sie trotzdem hübsch, ne? Mit ihren blonden Haare. Ich könnte mir vorstellen, dass das Aquata sowieso ein Favor hat für andere Sims, die ein bisschen aus der Norm kommen. Oh, und es ist jetzt Pause. Das heißt, ich kann die Kids Essen schicken. Ich hoffe, Harry hat schon was gekocht hier. Nö. Dahin, hast du da hinten angefangen zu kochen? Harry, wir haben Hunger. Harry, kannst du hier den Einstand nehmen? Wir verhungern hier und essen. Geh dir mal was zum Essen holen. Ich hab dir doch gerade gesagt, du sollst dir was zum Essen holen. Kalanis Jungs sind wirklich hier. Nakua und Akoni. Das ist ja cool. Würdest du da oben dich kurz kennenlernen und mit Notennecken mach das mal. Kochst du dir gerade Essen? Ach ja, ich habe ja noch den Mod drinnen, wo die Kinder selbstständig kochen können. Ja, wenn sie dann schauen, so, muss ich das jetzt wirklich machen, was du gesagt hast? Ja, musst du. Ich hab's dir befohlen. Okay? So. Und Vianna wird dann nochmal zu Aquata gehen und sagen, hey, wie schaut's aus? Gehen wir jetzt? Weil sonst fällt es auf, wenn wir gehen. Und die Jungs von Kalani und Moriko kriegen das natürlich mit. Und sind neugierig, wo sie hingehen. Und ja, Vianna wird sagen, ja, machen nur einen kleinen Ausflug. Nichts Besonderes. Aber die Schule ist ja auch gleich aus. Ja, die 40 Minuten können wir wahrscheinlich auch noch warten, ne? Es ist einfach so ein bisschen durcheinander. Ja, Vianna geht jetzt. Sie möchten eigentlich gar nicht, dass die Jungs mitbekommen, wo sie hingehen. Und wir sagen, hey, wir müssen jetzt gehen, weil sonst werden wir noch verraten. Und wir werden jetzt hier das einfach vorzeitig beenden. Und Reisen sagen. Und natürlich nehmen wir unsere Schwester mit. Ich weiß nicht, warum uns Pooh und Olaf angezeigt werden. Wir nehmen unsere Schwester mit. Und dann reisen wir zu Philipp nach Hause. Es ist auch logisch, dass das Vianna jetzt macht, weil die anderen wissen ja nicht, wohin. Wenn sie mal aufhören würde, mit ihren Tonklumen zu spielen. Ich meine, die Tonklumen bringen schon einen Haufen Geld. Ihr könnt ruhig noch mehr von die auftreiben. Und sie hat schon wieder einen in der Hand. So, dann reisen wir nach Klimabrook zu Philipp. Er ist auch zu Hause. Es wäre auch nicht schlecht, wenn Eric nicht zu Hause wäre. Der würde die Mädels doch verraten. Was mache ich hier draußen? Ja. An Tür klopfen. Dann schauen wir, dass wir schnell reinkommen. Ja, ihr habt Hunger und alles Mögliche. Ihr könnt dann gleich essen. Oh mein Gott. Okay, ich werde hier mal Bedürfnisse cheaten. Das ist nämlich schon wieder ein bisschen viel hier. So, wir müssen nur mal Philipp suchen. Philipp, wo bist du? Wir werden ihn liebkosen. Und die anderen werden natürlich jetzt zusammen hier hingehen. Gehen wir mal rauf. Hallo, Onkel. Ich bin hier mit meinen Schwestern. Und er ist benommen. Er wundert mich nicht. Ich meine, er ist ja auch bogenabhängig. Und die anderen kommen jetzt hier hin. Und wollen natürlich ihren Onkel kennenlernen. Freundlich vorstellen. Und freundlich vorstellen.
Sie packte ihr Ohrring. Also, sie wollen ihn jetzt alle kennenlernen. Unbedingt. Ist ja nicht so, als wenn sie nicht neugierig wären. Sie sind ja neugierig, wer dieser Typ hier ist. Und ich weiß nicht, wo du hingehst. Sie geht tanzen. Sie denkt sich, oh, ich lasse meine Schwestern jetzt mit dem Onkel reden. Und du könntest deine Tante? Nee. Was ist Ella von dir, Freunde? Vorstellen. Was ist Ella von dir? Ich weiß es jetzt nicht. Gar nichts. Na, lernen sie mal kennen. Vielleicht steht das dann irgendwo. Cousine. Okay, Cousine. Ja, logisch. Ist ja die. Dann lernst du mal deine Cousine kennen. Habt ihr jetzt alle Philipp kennengelernt? Ja, die unterhalten sich jetzt alle da oben, ne? Ich habe das abgeschüttelt mit dem Abstimmen, oder? Hast du ihn kennengelernt? Freundlich vorstellen. Ja, ihm wird das auch ein bisschen zu viel sein, ne? Du hast ihn schon kennengelernt. Und du musst ihn noch kennenlernen. Und du hast ihn kennengelernt. Die zwei müssen noch kennenlernen. Die anderen unterhalten sich da oben jetzt. Und wieder sind die zwei zusammen. Ich denke, die zwei finden das überhaupt nicht toll. Du wirst hier jetzt mit ihr reden. Und wirst nach Tag von. Du wirst jetzt sagen. Ich finde den Tag heute ein bisschen komisch. Ich finde es komisch, dass wir hier sind. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir kennen den kaum und er behauptet, dass er unser Onkel ist. Und ja, aber wir sagen ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch nicht so toll, aber wir können unsere Schwester nicht einfach hier alleine lassen. Und dann wird es noch ein bisschen über Schule reden. Und hast du sie noch immer nicht kennengelernt? Sicher. Und sie freut sich einfach, dass sie hier jetzt ihre Cousine kennenlernt und mit ihren Onkel quatschen kann. Und es ist mittlerweile schon 18 Uhr. Und wir tun jetzt einfach so, als wenn Philipp die Mädels angerufen hat. Also er wird Vajana anrufen. Und wird mit ihr reden. Ich meine, Harry ist nicht da, um sie zu verraten. Ich weiß nicht, wo Harry ist. Das ist irgendwie eigenartig. Ja, und Eric wird sagen, wo seid ihr? Es ist 19 Uhr, ich mache mir Sorgen. Wo seid ihr? Und Vajana wird sagen, bitte sei jetzt nicht böse, Papa. Wir sind bei unserem Onkel und Eric wird sagen, bei Harry? Und wird sagen, nein, ich glaube, er ist Philipp. Und dann wird Eric es erst klar werden und wird sagen, kommt sofort nach Hause und Vajana wird einfach auflegen. Weil, ja, sie die Aufregung jetzt nicht versteht. Und er auch ein bisschen Angst hat von nach Hause fahren, glaube ich. Normalerweise müsst ihr eigentlich voll angespannt sein, aber er steht da und tanzt, ne? Das ist irgendwie creepy. Ich find's wirklich, wirklich, wirklich creepy. So, aus irgendeinem Grund komme ich da nicht mehr rein, aber Harry kommt gerade vorbei. Ja. Ich weiß nicht, warum ich da nicht reinkomme. Wir haben nichts gemacht. Oh mein Gott. Philipp ist gerade abgehauen und Vajana unterhaltet sich gerade mit Harry und sagt, es ist schon spät. Kommt, ich bringe euch nach Hause. Ja, und Vajana wird sagen, ja, okay, wenn es schneiden muss. Und wir werden Harry mitnehmen, wenn es möglich ist. Da ist es möglich. Und Eric wird zu Hause schon warten und nicht sehr glücklich sein darüber, dass seine Mädels um diese Uhrzeit noch draußen unterwegs sind. Ja, wir stehen hier jetzt im Hinterhaus. Ich muss jetzt mal schauen, wo Harry ist. Harry ist da oben. Er ist glücklich, dass
Ja. Harry seine Kinder wieder zurückgebracht hat, aber er wird explizit mit Vajana jetzt streiten anfangen, weil sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Er wird auch mit den anderen Mädels ein bisschen in Streit kommen, aber sie hat ihn ja einfach weggedrückt. Da wird er nur ein bisschen nörgeln. Nörgeln. Sie ist nämlich auch die Einzige, die nicht hört. Bis jetzt, weil das letzte Mal ist sie ja auch ins Wasser gegangen. Ohne Erlaubnis. Und danach werden wir unseren Bruder umarmen und sagen danke, dass du unsere Kinder eingebracht hast. Es ist so schwer, alleinerziehender Vater zu sein. Die anderen gehen schon, die wollen sich nicht konfrontiert sehen hier. Eric wird jetzt mit Vajana streiten anfangen. Warum hast du einfach aufgelegt? Warum seid ihr nicht gleich nach Hause gekommen? Was macht ihr bei Eric? Das geht bei Philipp, das geht einfach gar nicht. Ihr könnt nicht einfach solche Sachen machen. Und Vajana wird sich... Wieso hast du uns nie erzählt, dass wir einen Onkel haben? Und was ist los? Er ist ja eigentlich ja ganz nett. Und Eric wird sagen, nein, das war das letzte Mal, dass du dort warst. Ich möchte nicht, dass du dort hingehst. Er ist nicht nett. Und Vajana wird sagen, ich glaub dir kein Wort. Er war voll nett und du übertreibst voll. Und du kannst mir Spielverbot geben. Du kannst mich einsperren, aber du kannst mir nicht verbieten, meinen Onkel zu treffen. Das ist mir so egal. Ja, und... Ja, er spitzt sich einfach zu und Eric sagt, wieso verstehst du das einfach nicht? Ich möchte das einfach nicht. Nein, ich will nichts davon hören. Ich bin dein Vater und du hast das zu machen, was ich sage. Geh jetzt auf dein Zimmer. Und sie macht ein Foto. So. Und schickt das ihren Onkel. Er ist so gemein zu mir. Nein. Also jetzt du willst deine Hausaufgaben machen gehen. Und ja. Eric muss nicht. Geht jetzt noch mit die anderen nörgeln. Wo ist denn. Lola. Ich kann Harry nicht anklicken. Ich glaube, Harry ist auch schon wieder gegangen. Also, er nörgelt jetzt einfach nur so mit den Kindern. Harry hat die Kinder heimgebracht, ist aber gleich wieder gegangen, wie es aussieht. Ich finde ihn nicht. Er wird halt jetzt sich denken, er lasst jetzt mal Eric hier das alles klären mit den Kids. Nein, Harry ist sogar hier. Wieso gehen dann die Lampen nicht? Haben wir keinen Strom? Harry, noch nicht abhauen, bitte. Wir müssen dich umarmen. Wir gehen dich jetzt umarmen. Und, ach, da war es gerade. Ich hasse es so sehr. Wir gehen jetzt dich mal umarmen und dann werden wir dich um Rat bitten, was wir machen sollen. Und Harry wird halt sagen, ja, warte. Ich hoffe, er redet jetzt mit mir noch. Er wird ihn umarmen, wird sagen, danke, dass du meine Mädels nach Hause gebracht hast. Ich habe mir schon so Sorgen gemacht, wo sie nur sein können. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie tun einfach, was sie wollen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich machen? Und Harry wird sagen, weißt du, wenn du jemanden hast, der ein paar Tage zu dir kommen kann, dann wäre das nicht schlecht. Ich glaube, du brauchst jemanden, der dich ein bisschen unterstützt mit den Mädels, weil das ist echt kein gutes Verhalten. Wenn die einfach so daherkommen. Ich weiß nicht, was du und Philipp miteinander habt und dann wird Eric ihn erzählen. Hast du das nicht mitbekommen? Also Harry wird ihm jetzt erzählen, jetzt hör mal zu. Ich und Philipp hatten schon immer irgendwie Probleme miteinander. Und es war ein Vorfall zu meinem Geburtstag und seitdem habe ich nie mehr was von ihm gehört. Und jetzt plötzlich, wo meine Frau gestorben ist, ich weiß nicht, woher er das weiß, dass meine Frau gestorben ist und dass ich hier lebe. Und Harry sagt, ja,
Wahrscheinlich ist es unsere Schuld. Ich und Ella haben uns unterhalten und Philipp ist dann dazu gekommen und Ella hat gesagt, dass deine Frau gestorben ist und dass du hier wohnst. Und Philipp war dann auf einmal sauer und ich weiß leider nicht, was genau passiert ist, aber ja, es tut mir leid. Ja. Aber ich muss jetzt wirklich los und Alana wird dann sagen, Papa, ich wollte das alles nicht, aber ich konnte dir doch nicht alleine gehen lassen. Und dann wird Eric mit ihren. Ach komm schon. Harry wird dann nochmal mit ihren Nörgeln und wird sagen, Alana, du hättest aber auch einfach heimkommen können und mir sagen können oder anrufen oder so. Das geht einfach gar nicht. Das nächste Mal bitte melde dich. Und Alana wird sagen, okay, ja, mach ich. Tut mir leid. Ja, sie ist zwar immer noch sehr... Nein, du gehst da nicht hoch. Geh Fernsehschauen. Du bist mit deinem... Oh, wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom! Wir haben keinen Strom! Geh bitte, diese eine Simoleon wirst du wohl dir leisten können. So, ich gehe hier jetzt einen Tonklumpen verkaufen, weil die bringen uns Geld. Und das ist nicht Cheaten, wenn uns das Spiel diese Tonklumpen gibt. Weil wir haben uns das verdient. Wir haben uns das verdient und fertig. Ich sehe das nicht entschieden, wenn wir einen Bug haben, der uns einfach so viel Geld beschert. So können wir das Haus ausbauen. Das ist eine coole Idee. So, willst du auch mit deinem Papa reden? Ja, sie wird halt auch mit... Marina wird auch mit Papa reden und sagen, es tut mir leid, ich weiß, wir hätten uns vorher melden sollen. Ja. Es wird nicht mehr vorkommen. Ja, Eric ist beruhigt, dass alle zu Hause sind. Will jetzt die Dusche säubern. Nein, du gehst jetzt mal kochen. Du wirst ein Gourmet-Menü zaubern. Du wirst, es ist 2 Uhr morgens, die Kinder gehören ins Bett. Du wirst hier jetzt ein Joghurt-Parfüm machen. Und ich schicke die Kinder ins Bett jetzt mal nach der Reihe. Weil die sollen eigentlich schlafen. Ja, das macht das Verhältnis zwischen ihm und Vaiana zwar nicht gerade besser, aber es hilft alles nichts. Er wird, wenn die Mädels in der Schule sind, Keto anrufen und wird mit ihr reden. Und dann weiß ich nicht, ob es hinhaut. Wir werden ein extra Bett aufstellen für Keto. Eric geht jetzt was essen. Und dann geht er schlafen. Und am nächsten Tag werden wir Keto anrufen und fragen, ob sie für ein paar Tage zu uns kommt. So, als Mitbewohner werden wir sie fragen, ob sie Mitbewohnerin werden will. Mal schauen, ob das hinhaut. Weil ich möchte sie nicht unbedingt jetzt in den Haushalt einziehen lassen. Ich würde gerne so spielen, dass sie halt nicht steuerbar ist, weil ich das vom Gameplay ein bisschen interessanter finden würde. Was so der Zufall sich mit sich bringen würde. Ja, geh das mal aufwischen, bitte. Ich weiß, du wolltest gerade die Schüssel so wegräumen. Mach das. So. Schlafen. Bis zum nächsten Tag. Alana ist hier. Und sie ist sehr wütend. Sie ist sehr wütend. Ich glaube, sie hat es mitbekommen, was da passiert ist. Und ist einfach mega stinksauer. Ich glaube nicht, dass sie sauer ist auf Eric, weil er versucht es sein Bestes. Aber sie ist einfach sauer über das, was passiert ist. Sie hat es auf jeden Fall mitbekommen. Oh mein Gott. Vaiana ist auch wütend. Sitzen. Ihr ist angespannt wegen einem Gewitter. Das kann ich verstehen. Aber sie ist glücklich, was ihre Mama gesehen hat. Es ist so schwierig, die zu koordinieren, dass die alle gegessen haben, noch bevor die Schule losgeht. Das ist echt schwer. So. Ich will doch nur, dass ihr alle esst. Wenigstens ein gesundes Frühstück sollt ihr haben. Ich weiß, dass sie alle in die Schule müssen in einer Stunde, ne? Also sie gehen wenigstens ihr Geschirr wegräumen, oder? Gehst du das abwaschen? Ich meine, in der Küche steht keine Spüle, ne? Steht nicht. Da steht auch ein Essen. Das ist auch komisch. Eric ist auch gerade munter. Ist okay. Du könntest mal aufs Klo gehen. Der erste Weg ist mal... Ups. Ja. So.
Wir werden aber inzwischen Keto anrufen, Telefon einladen, auf aktuellen Grundstück abzuhängen. Wir werden alle anrufen, wir werden Muroko einladen, wir werden Rani einladen. Und wo ist Keto? Du kennst Keto. So, Keto ist es auch hier. Ich möchte, dass du mit allen redest. Dramatische Geschichte erzählen. Du wirst jetzt ihnen eine dramatische Geschichte erzählen. Setzt euch da mal her. Genau. Und erzählt euch, ja, die Kinder sind gestern nach der Schule einfach ab zu meinem Bruder und die sind nicht nach Hause gekommen und ich hätte sie fast mit der Polizei suchen lassen und ja, mein großer Bruder Harry hat sie dann nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und Kita sagt, ja, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich für ein paar Tage hier einziehe und dir ein bisschen helfe. Ich habe da kein Problem. Und er würde sagen, das wäre so nett. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Und wir haben noch ein extra Bett und die Kinder können sich auch ein Zimmer teilen. Das geht alles. Und ja, wir werden jetzt... Was ist Liebe? Wir haben heute einen noch nicht abgeschickten Liebesbrief von Marina an einen Lehrperson gefunden. Er ist nicht anzüglich, aber wir dachten, die Eltern sollten informiert sein. Oh mein Gott, warum? Was machen die Kinder einfach noch? Ui, mein Kind steckt wirklich in der Klemme. Ja, das ist unangebracht. Oh mein Gott. Ich werde, Das ist jetzt schwierig. Ich werde da oben jetzt einen Schreibtisch mal in den Flur stellen. Und da unterhalb ein Bett rein. Ja. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir Keto fragen können. Sonst müssen wir sie einziehen lassen. Mitbewohnerin. So. Wir werden sie jetzt fragen, okay, möchtest du meine Mitbewohnerin sein? Okay, ich habe ja gewusst, dass es nicht geht. Deswegen werden wir sie jetzt dafür ein paar Tage zu uns einziehen lassen. Ich muss sie so hinzufügen. Hilfe annehmen, Rechtschreibhilfe. Die Schule veranstaltet einen Rechtschreibwettbewerb und Alana hat es in der letzten Runde geschafft. Doch dieses Mal hat sie das Wort, das sie buchstabieren soll, noch nie gehört. Alana sieht sich im Klassenzimmer um und erblickt, wie die Streberin der Klasse einen Zettel mit einem Wort hochhält. Soll sie die Hilfe annehmen oder einfach raten? Oh, ich glaube, Alana... Oh mein Gott, das ist jetzt schwierig. Alana würde... Ja, sie würde zuerst die Hilfe annehmen. Um was geht hier? Aquata würde ihr Bestes geben. Okay. Okay, wir werden so tun, als hätten wir Keto gefragt. Wir fügen sie jetzt der Familie hinzu. Das heißt, für ein paar Tage, nicht für immer. Sie macht noch ein Familienfoto. Okay, Aquata weiß, dass sie... Was ist denn los? Ja, der Boss ruft an. Ja, Erik, du musst ganz schnell zur Arbeit. Wir sagen, okay, ich muss jetzt zur Arbeit. Danke, dass ihr euch dafür Zeit nehmt. Und Keto ist benommen. Vom Blitz. Wann wurdest du vom Blitz getroffen? Oh mein Gott. Gut, dass du noch hier bist, ne? Ja. Moroko fühlt sich jetzt ein bisschen unwohl. Und Kalani ist traurig. Oh, Kalan ist traurig, weil seine Mama jetzt ein paar Tage nicht zu Hause ist. Und Moroko fühlt sich auch unwohl, ne? Ach, ist doch alles in Ordnung. Sie kommt ja wieder nach Hause. Aquata weiß, dass sie auch alleine schafft. Sie schließt die Augen, blendet den Zettel aus und errät langsam jeden Buchstaben. Die Streberin fährt lachend vom Stuhl. Na,
Ja, es ist immerhin besser, ehrlich zu verlieren. Aquata weiß, dass sie das auch alleine schafft. Sie schließt die Augen, blendet den Zettel aus und errät langsam jeden Buchstaben. Die Streberin fällt lachend vom Stuhl. Na ja, es ist immerhin besser, ehrlich zu verlieren, oder? Alana tut, als würde sie sich konzentrieren, schließt die Augen und sagt die Buchstaben vom Zettel das Mädchen auf. Falsch, sagt der Wettkampfrichter. Alana hat verloren. Die Streberin fällt lachend vom Stuhl und die Hälfte der Klasse lacht mit. Was für ein gemeiner Trick. Oh no. Das ist gemein. Das ist echt fies. Ach Mensch. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ja, ich nehme eh schon über eine Stunde auf. Kepo wohnt jetzt für ein paar Tage hier. Ich werde aber das nächste Mal dann schon bei Philipp sein. Und werde das hier alles mal so ein bisschen seinen Lauf nehmen lassen. Wenn wir dann hier sind wieder, dann wird Keto noch ein, zwei Tage da bleiben. Es wird dann alles so ein bisschen geordneter sein. Und dann sehen wir, ob das was gebracht hat, das Keto da. Oh, Olaf! Olaf, du bist so ein wunderbares Katzentier. Er hat uns ein Geschenk gebracht. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Öffnen. Öffne das, Keto. Du hast auch... Brooke. Wir haben ein Miau-Spielzeug gefunden. Natürlich darfst du das haben. So. Ja, wir beenden den Part. Ich habe schon so mega überzogen. Das ist ein Wahnsinn. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt dazu, dass Keto jetzt hier wohnt für ein paar Tage. Und ja, wie eure allgemeine Meinung zu Philipp ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke, er hat einen Groll gegen Eric. Er mag Eric nicht. Warum auch immer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht fällt euch irgendwas ein. Also ich bin immer sehr offen für Ideen, was so eure Gedanken sind, was das betrifft. Warum Philipp genau Eric hasst wie die Pest. Und warum Eric versucht, die Kinder irgendwie zu beeinflussen. Weil Eric versteht sich ja mit seinem großen Bruder, mit Harry zum Beispiel, total gut. Und auch mit Ella. Und ich denke, da ist auch einfach ein bisschen so Familienidylle da. Aber er hasst seinen Bruder Eric. Komplett. Bin auf eure Ideen gespannt. Und ja, ich beende an dieser Stelle den Part. Und wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe nicht gegen das Mikro geschlagen. Tschüss.